So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Ich bin der Zoberock und wir hoppen mal hier schnell mal fix auf Peppels, weil wir müssen ja noch ein bisschen, wir müssen ja den Stinker finden, das ist ja unsere Aufgabe. Da würde ich mal sagen, lass uns mal zurück hier nach Ledeczko reiten, da Schnellreisepunkt, so. Wir reiten immer ganz fix mal hin. Und wie gesagt, da oben ist Holzfällerlager, da werden wir uns mal hinbegeben. Dann suchen wir mal nach weiteren Informationen von dem guten Stinker und werden dann auch ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen Hasen jagen, weil Hasen brauchen wir, das Hasenfleisch für den Wirt. Da werden wir mal da so ein bisschen was organisieren. So. Da sind wir. Warte mal, da ist vorne. Okay, pass auf, wo gucken wir hin? Wir müssen dich daran zoomen. Okay, wir müssen. Was ist denn das hier für ein Laden? Lass uns mal gucken, was das hier vorne ist. So, pass auf, da reiten wir da mal runter. Mal schauen, was da vorne ist. Ein Bäcker! Dann haben wir den ja auch mal schon mal gesehen. Sehr gut. So, wir müssen weiter raus. Wir müssen da oben hin, ne? Da hinten hin. Lass uns mal hier am Wasser lang. Dafür müssen wir erstmal hier. Mach hier oben hoch. So. Wir müssen hier über das Wasser, ne? Das wäre hier schon mal sehr vorteilhaft. Das geht hier. Super. So. Bildstock entdeckt. Okay. So, hier am Wasser runter. Da ist noch ein Feld. Reiten wir da mal zum Holzfällerlager hoch. Noch ein Bildstock entdeckt. Alter Schwede, hier ist was los. Das ist ein ordentliches Stück Fluss hier, ne? Also muss man sagen. Also nichts Kleines. So, wie weit sind wir? Wir müssen bis da vorne sind Häuser. Zu den Häusern müssen wir auf jeden Fall. Und überall Blümchen. Also normalerweise können wir hier wirklich ja, sammeln wie groß. Aber wollen wir jetzt nicht. Wir wollen erstmal zu dem Lager hoch und vor allem auch die Hasen jagen. Da war ein Übergang. Oh, hier sind Häuser. Interessant, du hast einen interessanten Ort gedeckt. Okay, was ist denn das hier? Einen interessanten Ort. Wollen wir rausfinden, was das hier für ein Ort ist, ne? Mal sehen, was das ist hier. So, pass mal auf, Bremse mal. So, Handbremse gezogen, alles klar. Parkposition. Peppels, du bleibst da. Was haben wir denn hier? Was zum... Bewohnerin, hallo. Stinker? Okay, bringt uns nichts. Sorry, ich gehe schon wieder. Interessanten Ort. Wieso haben wir einen interessanten Ort entdeckt? Interessanter Ort. Gehen wir mal zurück. Was war denn da interessant? An der Brücke. War da irgendwas, haben wir irgendwas übersehen? Bestimmt, höchstwahrscheinlich. Haben wir irgendwas übersehen hier? Wir laufen hier mal durchs Gemüse durch, irgendwie. Also hier ist nichts, ne? Ich kann nichts Besonderes sehen. Was ist denn hier ein interessanter Ort? Interessanter Ort. Ist hier irgendwas versteckt? Hm. Da oben ist doch was. Lass uns hier mal gucken. Vielleicht ist hier sogar eine Höhle oder sowas. Weiß man ja nicht. Ne? Kann man mal trotzdem mal schauen. Komme ich hier rauf? Oh ja. Wir kommen hier rauf. Oh ne, kommen wir nicht. Pass mal auf, aber irgendwo. Was ist denn hier Besonderes an dem Ort? Also irgendwas muss hier ja sein. Hm. Vielleicht am Wasser, vielleicht. Kann ja auch sein. Hm. Na, wir schauen uns auf jeden Fall ein bisschen um hier. Also, ne, wir wollen ja nicht ganz umsonst hier gelaufen sein. Weil irgendwas ist hier ja. Durchs Gemüse, ganz durch. Da, so. Okay.
Hier ist nichts. Ich meine, hier ist ein Übergang, ne? Also ein Übergang ist hier irgendwie. Also irgendwas ist hier. Und hier ist ein interessanter Ort. Was für ein interessanter Ort? Was soll denn hier sein? Vielleicht hat das später eine Bedeutung. Oh. Hoppala. Ich bin ein bisschen nass geworden. Sorry. Frage ist, was hier interessant ist. Keine Ahnung. Werden wir sicherlich noch rauskriegen. Wir müssen da oben hoch. Pass mal, dann lass uns doch mal hier so ein bisschen querfeldein laufen. Oh, pass mal auf. So, Pebbles, wo bist du? Da hinten. Ach, das ist ein Weg. Ich weiß nicht, ob das ein Weg ist, aber versuchen wir uns gleich mal mit Pebbles da hoch. Wir holen erstmal unser Pferdchen. Pebbles, ja, ja, ist ja gut, alles ganz ruhig. Ganz ruhig mal wieder. Also zack, ruff. Umdrehen und da den Weg folgen. Ja, mach da nicht so eine Lärre hier. Pass mal auf. Pass mal, wir versuchen mal hier. Ja, durch ihren Garten. Ich meine, das begeistert wird sie nicht sein. Nein, wir müssen hier den Weg, also quer durch den Wald. Ob das so in Ordnung ist? Na, Pebbles, geht das hier? Kriegen wir das hin? Kommen wir hier offroad technisch hoch? Wir versuchen es mal. Vielleicht klappt das ja. Ach, ich fürchte. Doch, das geht, das geht. Wir kommen da irgendwie hoch. Sehr gut. Bis jetzt haben wir es geschafft. Holzfäller. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter in den Wald rein. Noch weiter rauf, noch weiter rauf, noch weiter rauf. Rauf, 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 rauf. Quälen wir uns den ganzen Berg hier hoch. Wir hätten vielleicht einen anderen Weg nehmen können, der ein bisschen einfacher gewesen wäre. Aber ich meine, das ist ja das Coole bei der offenen Welt. Wir können überall hin, egal wo wir Lust haben. Das Beste wäre natürlich jetzt noch, wenn wir noch hier Räuber finden, ne? Also hier Halunken, die uns ans Leder wollen. Das wäre natürlich noch das Beste. Oder am besten in so ein Lager noch rein und latschen. Da vorne ist doch was. Ich sehe doch, da vorne brennt doch irgendwas. Da ist doch irgendwas am Qualmen. Wir bleiben mal auf Pebbles. Sicher ist sicher. Was ist denn das hier? Heiße Quellen. Oder, nee, das ist ein Lagerfeuer gewesen, ne? Unfallort entdeckt. Warte mal, pass mal auf. Das checken wir mal ab hier. Den Unfalldingens. Oh Gott. Okay, hier ist ein Unfall passiert. Ach du grüner Gott, was ist denn hier los gewesen? Hochwertiger Pfeil. Haben wir jetzt den Pfeil daraus gepickt? Alter, was ist hier denn passiert? Okay. Alter Freund, mein Lieber. Wir schauen uns hier aber mal um. Das war doch garantiert kein Unfall. Da hat er versucht, irgendjemand was hier zu ver... Wir können den Typen auch nicht untersuchen, ne? Geht, glaube ich, nicht. Nee. Können wir nicht. Alter Freund. Unfallort. Pebbles aufsitzen. Machen wir uns mal weiter auf die Socken. Wohin? Wohin? Wie weit sind wir davon weg? Da vorne ist es. Okay. Also hier, wie gesagt, quer durch den Wald. Warte, hier vorne ist doch wieder irgendwas. Holzfäller. Ah, hier ist irgendwo das Holzfällerlager. So weit kann es nicht sein. Das Holzfällerlager haben wir entdeckt. Ist doch großartig. Da ist sogar ein Weg. Jetzt haben wir den Weg gefunden. Auch das noch. Okay, ein Lager entdeckt.
Da vorne ist es. Reiten wir mal hier hoch. Ich hoffe, wir sind alle zufrieden, also alle ruhig. Guten Tag, Freund. Ich steig mal ab hier. Das ist ein bisschen praktischer. Dann brauche ich nicht so hier immer schreien. Ne? Pass mal auf hier. Hallo, mein Freund. Holzfäller, wir reden mal. Hey, bitte mal stehen. Wir reden mal kurz. Hey. Beste Grüße. Oh, wir stehen vor dem Gebüsch. Stinker. Ich suche nach Hinek, dem Sohn des Gerbers. Wie ich hörte, kommt er manchmal hierher. Hast du ihn gesehen? Er kommt hierher, aber ich habe ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Frag Himbeer, der kennt ihn besser. Wer ist Himbeer? Du wirst ihn leicht erkennen. Sein Gesicht ist so rot wie eine Himbeere. Alles klar. Himbeere. Reden wir mit der Himbeere. Na gut, machen wir das. Pass auf, wie geht's uns eigentlich gerade? Gesundheit. Nein, das war wieder. Das muss man haben. 76, alles gut. Himbeere, wo bist du? Wer ist denn Himbeere? Ist der das hier oben? Hallo? Bist du Himbeere? Ne, ist ein Holzfäller. Ist nicht Himbeere. Wo ist denn die Himbeere? Holzfäller. Wo ist denn die Himbeere? Ist er vielleicht hier im Häuschen drin? Klar, ist er das hier? Die Himbeere. Hey, Freund der Sonne. Scheiße! Hau ab! Nee. Ich suche nach Hinek, dem Sohn des Gerbers. Stinker, jawohl, er taucht ja ab und an mal auf. Wieso fragst du? Ich versuche ihn zu finden. Na dann viel Glück. Viel Glück? Ja, danke. Viel Glück? Viel Glück? Was meinst du? Stinker ist wie ein verflixter Igel. Immerzu kraucht er durch den Wald. Und ist genauso kratzbürstig. Also siehst du ihn oft dort? Ist mehr so, dass wir ihn nicht sehen. Okay, sie riechen ihn. Okay, wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? War er vor kurzem hier? Ist ein paar Tage her. Rudelte gegen Abend ein, sturzbesoffen. Vielleicht hat sie ihn irgendwo aufgestellt und er hat sich das Genick gebrochen, was weiß ich. Also ist er in den Wald gegangen? Ja, wie sonst auch. Wie sonst auch? Woher kennst du ihn? Woher kennst du ihn? Wir haben zusammen bei Janowitz eine Mühle gebaut. Dann ist er verduftet. Ein Jahr später bin ich zum Arbeiten hierher und sieh an, wer da ist. Stinker! Na, wunderbar. Was treibt er im Wald? Weißt du, was er im Wald so treibt? Einmal darfst du raten. Geld machen. Ist kein Geheimnis, dass er Wäldern geht. Bei dir klingt das so, als wäre das rechtens. Nein, nicht doch. Ist verboten, das ist mir bekannt. Also ich glaube, er könnte Wäldern sein. Aber vielleicht ist er nur Feuerholz sammeln. Was weiß ich? Feuerholz. Ist klar. Weißt du, wo das versteckt? Das Versteck von dem. Wie ich hörte, hat Hinek irgendwo im Wald ein Versteck. Weißt du, wo es ist? Jawohl. Ich glaube, ich war mal dort. Du glaubst? Was soll das heißen? Entweder warst du dort oder nicht. Einmal haben Hinek und ich einen gehoben und uns ist das Bier ausgegangen. Hinek meinte, er habe was in den Wäldern versteckt. Also sind wir dorthin. Kannst du dich an was erinnern? An die Richtung oder den Weg, den ihr genommen habt? Jawohl, das kann ich dir ganz genau sagen. Wir sind vom Rand des Lagers hier über den Pfad bis zum Bach gegangen. Etwas stromaufwärts liegt ein Baumstamm über dem Wasser. Da sind wir drüber und dann einen Hügel hoch zu einem großen Felsbrocken. Und jetzt pass auf. Was? Irgendwo da ist eine Quelle. Jemand hat so eine Art kleines Mühlrad beim Wasser aufgestellt. Tag und Nacht kannst du es klappern hören. Klapp, klapp, klapp. Aha. Danach gehst du an der Quelle vorbei, dann solltest du eine Lichtung sehen. Da ist Hineks Versteck. Ein alter Minenschacht. Eine Höhle. Aha. Das ist alles. Okay. Na gut. Gut, dann machen wir uns mal auf die Socken darunter. Das muss ja irgendwo sein. So, pass mal auf. Am besten nehmen wir... Sollen wir Peppes mitnehmen? Er sagt ja runter zum Fluss. So, erstmal runter zum Fluss. So, irgendwie runter zum Fluss. Pass mal auf. Irgendwie runter. Runter zum Fluss. So, der Fluss war da unten. So, runter zum Fluss und dann sagt der Fluss aufwärts, ne? Da ist doch schon was. Guck mal hier. Da sind doch...
Das ist der Baumstumpf, ne? Man kann den Fluss auf den Baumstumpf gehen, bis zum Hügel auf, bis zum großen Felsen hinauf. Alles klar. Zum großen Felsen. Hier ist der große Felsen, okay. Suche nach einem kleinen Mühlrad unterhalb der Quelle. Ja, super. Wo ist denn hier die Quelle? Er sagt ja klapp, klapp, das muss man hören können. Auf hier ist doch bestimmt das Fluss, okay. Unterhalb der Quelle. Wo sind wir denn jetzt hier? Da oben. Oder sind wir verkehrte Quelle? Kann natürlich auch sein jetzt, ne? So, hier ist die Quelle. Hier ist die Quelle. Auf jeden Fall ist hier noch gar nichts. Laufen wir wieder runter. Nee, hier ist nichts. Wir hören auch nichts. Und das ist der Felsen. Vielleicht auf der anderen Seite. Gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Auf die andere Seite. Vielleicht ist hier drüben was. Vielleicht da drüben. Vielleicht eventuell hier. Umgehe die Quelle, dann solltest du die Lichtung sehen. Gehe drauf zu. Da oben. Da oben ist eine Lichtung. Ich habe aber nichts gehört. Na gut, gehen wir mal hier rauf. Hier ist eine Lichtung. Sind wir hier richtig? Höchstwahrscheinlich nicht. Da drüben. Ah, da vorne. Da vorne müsste was sein. Hier ist die Lichtung. Okay. Stickers Versteck befindet sich irgendwo bei der Lichtung. Irgendwo bei der Lichtung. Okay. Dann müssen wir uns hier ein bisschen umsehen, ein bisschen schauen, ein bisschen gucken. Ja, hier, da ist was. Das sieht ganz danach aus, Freunde. Das wird Stinkers Versteck sein. Ich gehe da mal von aus. Du hast entdeckt Höhle. Pass mal auf, an mir auf die Karte lauer. Genau das Teil da oben ist es nämlich. Ein bisschen auf die Karte lauern, dann passt das auch. So, wen haben wir hier drinne? Da sitzt doch jemand. Da sitzt er doch, der Gute. So, mein Freund, wir haben was zu bereden hier. Hi, Kumpel. Stinker reden. Oh, Gnade. Verflucht. Lange wird er nicht durchhalten. Hilfe. Bitte. Ach, du grüne Neune. Erzähl mir von Neuhof. Was ist in Neuhof vorgefallen? Wer ist hinter dir her? Wichts, Leute. Neuhof war eine Schlachtbank. Weshalb? Wir wollten niemanden töten. Aber sie haben... Das sind Barbaren. Wir haben das Weite gesucht. Das Weite gesucht? Was ist mit dir geschehen? Was ist mit dir geschehen? Wicht und seine Männer haben mich gefunden. Wo sind sie? Wo sind sie hin? Ich weiß nicht. Okay. Ich suche nach den Räubern, die Neuhof überfallen haben. Ich suche nach diesen Dreckskerlen, die Neuhof überfallen haben. Wo kann ich sie finden? Sie haben ein Lager. Wo? Komm schon, sprich! Ich weiß es nicht. War noch nie dort. Woher weißt du dann davon? Wer hat dir davon erzählt? Mein Kumpel, Timmy, er war dort. Aber sie, vielleicht haben sie ihn erwischt. Wo kann ich ihn finden?
Er arbeitet bei der Windmühle in der Nähe von Meerhoyet, wenn er noch lebt. Meerhoyet. Okay. Was soll ich jetzt mit dir machen? Was mache ich jetzt mit dir? Hilf mir. Bitte. Neue Stufe erreicht. Hauptquest. Neue Spezialisierungspunkte verfügbar. Okay. Aufgabe: Fähige Schlangen bringen dem Wirt das Hasenfleisch. Okay, gut. Das haben wir uns jetzt. Hätten wir vormachen können. Na, egal. Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Du hast dein Schicksal verdient. Ach Mist, was machen wir denn da? Für dich kommt jede Hilfe zu spät. Tut mir leid. Aber für dich kommt in diesem Leben jedwede Hilfe zu spät. Ich weiß. Hilf mir ins Nächste. Bitte. Was? Was soll ich machen? Nein, wir wollen ja stehen. Hasen, das ist kein Hase. Das ist ein Reh oder was? Ne? Ja, klar. Okay. Wir können den Hüten bestehlen, ja. Ist hier irgendwas zu finden? Ich glaube nicht. Sein Bettchen. Schlafen und speichern könnten wir hier. Schlafen und speichern. Was hat die Uhr überhaupt? Es ist 15 Uhr nachmittags. Okay, alles gut. Nein, wir wollen hier nicht. Nein, nein. Lass mal kurz gucken. Da sind wir. Hauptquest läuft. Die ganze Geschichte haben wir jetzt, also wenn du es abgeschlossen. Wir hätten normalerweise auch jagen können und so weiter, um anders an unser Ziel zu kommen. Aber das brauchen wir jetzt gar nicht. Wir sollen hier oben den Timmy finden. Der ist bei der Windmühle. Okay, weißt du was? Dann müssen wir da mal hoch. Zur Windmühle. Aber was nutzen wir eigentlich mal das Bett hier zum Speichern? Wir nutzen das Bett hier einfach zum Speichern, weil wir können ja eine Stunde, ne? Eine Stunde. So, wir schlafen kurz eine Stunde. Dann wird das gespeichert. Dann brauchen wir nicht jedes Mal den Schnappes benutzen. So. So, wir haben ja jetzt gepennt, also ein Stündchen geschlafen und wir werden dem mal hier sein Schicksal überlassen. Wir können echt nichts machen für ihn. Gehen wir mal raus. Und dann machen wir uns dahin mal auf die Socken, wenn du so willst. Aber das, Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Und nicht vergessen, nächstes Mal wieder einzuschalten, wenn wir uns auf die Socken machen. Wir gucken auf die Karte. Zur Windmühle hoch. Da zum Timmy. Ob wir den finden, ist die große Frage. Ja gut, wir werden sehen. Bis dann. Ich sag ciao, ciao.